Hideo Kojimas Meisterwerk ist ganz klar die Metal Gear-Reihe. Kein Wunder also, dass wir Phantom Pain mit leuchtenden Augen entgegensehen. Und bis dahin erinnern wir uns einfach mal an unsere Top 3 Momente aus Metal Gear. Achtung, Spoilergefahr! Das Kultspiel Metal Gear Solid aus dem Jahr 1997 hat uns mit seiner spannenden Story sowie filmreifen Inszenierungen sofort in den Bann gezogen. Doch wenn uns eines in Erinnerung geblieben ist, dann ist es der Moment, in dem Solid Snake gegen Psycho Mantis antritt. Die Entwickler haben sich für den Kampf nämlich einige besondere Features ausgedacht. So demonstriert Mantis seine telekinetischen Kräfte, indem er den DualShock-Controller vibrieren lässt, auf Daten eurer Memory Card zugreift und euch erzählt, welche Spiele ihr letztens eingelegt habt. Sogar im Kampf selbst sieht Mantis eure Bewegungen voraus. Nur wenn ihr euren Controller-Port wechselt, verliert Mantis seine Macht über euch. Ein richtiger Wow-Moment der Metal Gear-Geschichte. Wenn uns eine Figur im ersten Metal Gear Solid beeindruckt hat, dann ist es Sniper Wolf. Und das nicht nur, weil sie eine Woche lang ohne Essen stillstehen kann. Durch Leid und Krieg geschmiedet, verkörpert Wolf einen der Top-Bösewichte im Metal Gear-Universum. Die Welt war schlecht zu ihr und deswegen ist sie schlecht zur Welt. Doch immer noch mit einer Prise Ehre. So gehört ihr Tod zu einem der emotionalsten Momente, die einem für immer im Gedächtnis bleiben. Der wohl bedeutendste Moment der Metal Gear-Geschichte, zumindest aus unserer Sicht, ist das Ende von Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Wenn Hideo Kojima eines kann, dann ist es nämlich, seine Geschichte mit Wendepunkten und Überraschungen zu versehen. So stellt sich am Ende heraus, dass The Boss ihr Land gar nicht verraten hatte, sondern es nur vortäuschte, um den Kalten Krieg zu beenden. Eine sehr rührende Szene ist, als Snake dann vor ihrem Grab steht und vor ihr salutiert. Richtig herzergreifend und gehört einfach immer noch zu den Top-Momenten der Videospielgeschichte. Als ich mir das Ende zu Metal Gear 3 für dieses Video nochmal angesehen habe, muss ich schon zugeben, dass meine Augen ganz schön glasig geworden sind. Aber das spricht jetzt natürlich nur für meine Top 3 Momente. Welche sind denn eure? Würde mich freuen, wenn ihr diese mit mir unter diesem Video teilt. Wir sehen uns gleich in den Kommentaren.